mach ich mal, oder? Der Peter läuft, du läufst auch, ja. Ich laufe, dann, ja. Wenn auch immer du klatscht, geht los. Hello, big boys and girls. Willkommen zurück beim Big Boys Podcast mit einem weiteren Interview. Ich bin der Jörg, der Peter ist halt auch dabei und heute haben wir einen very, very VIP. Nämlich, okay. State your name and purpose. Johannes bzw. Pinky von der Firma Klangfarbe darf heute bei den Big Boys sein, was mich sehr freut. Uns auch. Thanks for having me, würden die Amerikaner sagen, glaube ich. Ja, danke für deine Zeit und dein Interesse. Und fangen wir gleich einmal an, wie bist du in dieses Klangfarben-Konglomerat gekommen und was ist jetzt letztendlich heutzutage deine Aufgabe? Das ist natürlich... Du hast eine Minute Zeit. Ich habe eine Minute Zeit, gut. Yeah. Ich bin seit 15 Jahren bei der Firma Klangfarbe. Habe noch angefangen am Einsiedlerplatz im 5. Bezirk. Wenn das noch wer kennt. Ja, ich war dort in diesem Hinterhof noch. Genau. Das war genau. Sehr cozy. Ja, sehr das trifft's. Sonst würde ich sagen, Klassiker. Ich komme aus Oberösterreich grundsätzlich. Und schon immer mit Musik zu tun gehabt und dann nach Wien. Habe dann eine tontechnische Ausbildung gehabt. Und habe mir dann gedacht, okay, Job wäre irgendwie gut, fangst du mal an, in einem Musikgeschäft zu arbeiten, nur für ein, zwei Jahre. War die Klangfarbe das erste? Nein, es gab damals auch noch in Wiener Neudorf ein großes Musikgeschäft. Musikproduktiv? Genau. Ja. Da habe ich mich... Bauhaus für Musiker. Genau, da habe ich mich beworben, der hat mir aber damals nicht genommen. Martin Subotnik, gell? Falls du das hörst. You bastard. Und das war dann aber irgendwie Glück, weil den Musikproduktiv hat es ja dann ein paar Jahre später nicht mehr gegeben. Ja, habe in der Klangfarbe angefangen. Eigentlich wollte ich nur ein, zwei, drei Jahre, halt, bis ich quasi meinen ersten Grammy kriege und berühmt werde. Das hat nicht so funktioniert und bin nur immer bei der Klangfarbe seit 15 Jahren. Mhm. Und... Was war deine erste Funktion bei der Klangfarbe? Klassisch Verkauf. Okay, in welcher Abteilung warst du? Sound und Light, schon immer. Also PA und so weiter und so fort. DJ und Licht haben wir immer dabei gehabt, wobei das nicht so meine größten Steckenpferde sind, beides. Hab dann irgendwie mit den Jahren immer mehr Verantwortung übernommen. Und kümmert mich jetzt quasi mehr oder weniger um die PA- und Studioabteilung. Mhm. Genau. Und das macht mir nur immer Spaß. Cool. Rein so prinzipiell muss ich sagen, ich war in recht vielen verschiedenen Musikgeschäften europaweit. Ja, durch mein eigenes Touring habe ich da auch sehr viel Zeit gehabt und habe, egal wo ich war, auch immer gleich Musikgeschäften gesucht. Nicht nur, dass ich schauen kann, was gibt's denn da, sondern auch, wie sind die aufgebaut und wie funktionieren die so. Auch wenn ich so privat unterwegs war, Urlaub gemacht in anderen Städten, also meine Liebsten, zum Beispiel London und so. Ich meine, das sage ich vielleicht auch gerne, weil die Klangfarbe in Wien ist und ich Wiener bin. Aber so prinzipiell vom Feeling, von der Professionalität, von wie die Klangfarbe aufgestellt ist und vor allem wie kompetent die Leute sind, nicht nur in ihrem Fachwissen, sondern all eure Leute wissen, wann man jemandem helfen kann und soll und wann jemand da ist, der probiert und der weiß, was er da tut. Ja? Cool, danke. Das kann die Klangfarbe, das gesamte Team extrem gut. Ja, was auch nicht selbstverständlich ist, ja, weil manche lassen einen so links liegen und sagen, okay, ja, mach halt, ja, und dementsprechend kümmern sie sich auch um das Equipment, was da rumliegt, was bei euch auch immer top ist, ja, und andere Leute sind halt so die Uhr Verkaufsviecher und stürmen gleich auf jeden Kunden hin, und sagen, probier das und da kann ich einen Deal machen, bla bla bla, ja, da gehen eure Leute halt sehr den Mittelweg. Plus, euer Online-Game ist echt top-notch.
Also, okay, das ist jetzt aber, das stimmt ja gar nicht. Naja, habt da gibt es einen Grund dafür. Habt ihr ein extra Social Media Department? Oder wie funktioniert das dabei? Wie darf man sich das vorstellen? Darf man sich das vorstellen? Das Ganze, da muss ich jetzt wieder, wenn ich darf, ein bisschen ausholen, weil das waren jetzt mehrere Punkte auf einmal. Die Klangfarbe, wenn man sich die Geschichte der Klangfarbe anschaut, wer die Gründer sind und so weiter und so fort, die haben ja alle nicht gewusst, wie ein Musikgeschäft funktioniert. Ja. Ja, das sind ja keine Pros gewesen, die da schon das dritte große Musikgeschäft gebaut haben. Und das hat sich irgendwie weitergezogen. Das ist ja, wenn wir Leute einstellen, ist es extrem schwierig, weil du brauchst Leute, sag ich mal, in der PR-Abteilung, die tontechnisch was drauf haben. Das heißt, jemand, der im Einzelhandel gearbeitet hat, hilft mir nicht viel, wenn er nicht weiß, was eine DI-Box ist oder was ein symmetrisches Signal ist. Das heißt, du brauchst Leute aus der Branche, die dann aber oft keine gelernten Verkäufer sind. Und das ist ein bisschen Fluch und Segen, und der Segen dran ist das, was du gesagt hast, dass die Leute halt einfach das so machen, wie sie es gespüren und keine gelernten Verkäufer sind, die auf jeden Kunden hinstürmen. Punkt 2 ist, dass keiner der Verkäufer umsatzbeteiligt ist in irgendeiner Form, was natürlich auch für den Kunden wieder super ist, weil wir können auch günstige Produkte anbieten, wenn das für den Kunden gerade das Richtige in dem Moment ist. Ich muss ihm nicht das Teuerste verkaufen, dass ich dann am Ende des Monats mehr Geld kriege. Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich wollte das vom Jörg nur kurz bestätigen, weil ich bin jetzt nicht der große Musiker oder so, aber ich bin öfters in der Klangfarbe eben für Licht oder Mikros oder Videozeug. Ja, und mir ist da auch immer aufgefallen, wenn ich zum Beispiel zu die Farbfolien hingehe, gezielt, dann kommt keiner her und sagt, willst du vielleicht das kaufen, sondern dann ist eher die Frage so, okay. Brauchst du ein Moving Head dazu vielleicht? Ja, brauchst du sowas, ist das vielleicht, oder was machst du denn eigentlich? Ja. Wie kann ich dich jetzt am sinnvollsten beraten? Oder wenn es wirklich checken, der braucht nur dieses eine Produkt, dann wirst du in Ruhe lassen. Und das ist halt als Kunde, finde ich, sehr wertvoll, wenn es nicht in den Mittelpunkt steht, so ich muss dir jetzt das verkaufen, sondern du willst etwas haben, du brauchst das für was auch immer du machst, und da helfe ich dir dabei. Und wenn das jetzt bedeutet, dass ich dich in Ruhe lasse und du nimmst das und gehst wieder, ist das voll in Ordnung. Und wenn du Hilfe brauchst, kann ich dich beraten. Und da kommt eben auch, dass die Leute dort arbeiten, in ihren unterschiedlichen Abteilungen auch wirklich eine Ahnung davon haben. Und das so habe ich zum Beispiel auch, ich bin einmal planlos hingegangen, so, ich hätte gerne eine Nebelmaschine. Ja, wofür brauchst du das denn? Ja, das. Ah, okay, cool, dann nimm die. Wunderbar, die ist nämlich günstiger als die ich bei euch im Online-Shop gefunden habe. Also. Ja. Aber zum Online-Auftritt nur mal, die Klangfarbe hat ja nie im Hinterkopf gehabt, wir müssen online irrsinnig stark sein. Das ist durch die Jahre natürlich gekommen und durch das Wachsen des Internethandels war die Notwendigkeit da, auch einen Webshop zu bauen. Wir waren da Ende der 90er dann relativ spät dran. Und es wird auch im ersten Quartal heuer definitiv noch unser neuer Online-Shop kommen. Das heißt, wir wissen die Probleme unseres jetzigen Online-Shops. Deswegen bin ich da gleich so reingrätschen und gesagt, so toll ist unser Online-Auftritt dann auch wieder nicht jetzt in dem Moment. Wir wollen aber auch kein großer Versandhandel sein. Unsere Philosophie ist eher, wir wollen die größtmögliche Boutique sein und nicht der, kleinstmögliche Online-Handel. Nur du musst beide Standbeine heutzutage haben, sonst geht es halt einfach nicht. Das ist richtig. Was ich prinzipiell gemeint habe, war jetzt nicht euer Online-Handel, sondern wie ihr Instagram und YouTube spielt und dass ihr... Ach so. Da gibt es einen Menschen in der Firma, der das vorangetrieben hat, der Andi Thier. Shoutout an dieser Stelle, ihr kennt ihn auch schon, oder du, Jörg, kennst ihn. Der ist mein Single Point of Contact, wenn es um Online-Social Media-Stuff geht. Guter Mann. Wir haben ja die Klangfarbe, also die Abteilungen fusioniert von den eigenständigen Firmen zu einer Firma im August 2019. Und da war halt jetzt die Möglichkeit, gemeinsam über die Grenzen schauend was zu machen, einen YouTube-Kanal zu machen, egal ob es da um Gitarren geht, um Tontechnik geht, was auch immer. Das wächst, das macht Spaß, das ist irrsinnig viel Arbeit, das wisst ihr wahrscheinlich mit dem Big Boys Podcast genauso. Ich habe keine Ahnung, Peter, ist es viel Arbeit?
Das geht nicht von heute auf morgen, aber ja, das macht Spaß und das gehört halt einfach mittlerweile ein bisschen dazu, dass voll, man so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Man merkt auch vor allem, woran ihr euch orientiert und dass ihr selber sagt, okay gut, mit euren Formaten, ihr findet das Radl nicht neu, aber ihr macht es in einer guten Qualität. Und was mich zum nächsten bringt, er macht damit extrem viel und extrem starke Community-Arbeit. Ja? Und somit wird die Klangfarbe nicht nur eben ein cooler Boutiquenhandel, sondern auch eine Plattform und ein Facilitator für die lokale Musikszene. Ja? Mhm. Nein, war sie schon immer. Ja, aber dadurch sogar noch mehr, weil ihr könnt Leute auf einmal so nehmen, ja, hochheben und sagen, schaut, und die kommen in die Klangfarbe und die finden das und das cool. Und wir finden die cool und so pushen wir uns jetzt gegenseitig. Und ich meine, ja, natürlich ist euer, wo ihr, also wie ihr logistisch situiert seid, natürlich auch von Vorteil, weil wenn diverse namhafte Bands in der Nähe auftreten, sei es jetzt im Gasometer oder in der Szene oder in der Arena, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die bei euch reinschneiden, einfach genau, weil, ja, aus Notwendigkeit, weil sie das brauchen oder weil sie einfach wissen, wie ich das letzte Mal da war ich schon in der Klangfarbe und das ist ein ganz cooles Musikgeschäft und da schaue ich jetzt wieder hin. Ja. Mhm. Und wie man sieht, gibt sie denen ja dann auch eine Plattform. Ja, ja, auf eine gewisse Art und Weise definitiv, ja. Wenn ich mich erinnern kann, Mr. Gary Holt war bei euch. Ja. Zum Beispiel, ja. Ja, und ist das etwas, das ist auch passiert oder da habt ihr aktiv gesagt, okay, wir machen jetzt Community-Arbeit, was machen wir? Wir laden Leute ein zum Testen, zum Spielen, zu Clinics, bla bla bla, wie ist das? Hoppala, wie war da der Prozess dahinter? Grundsätzlich, die Klangfarbe ist ja als Verein gegründet worden und war schon immer im Dunstkreis von Falco und den ganzen anderen großen Bands damals in den späten 80ern, Anfang 90ern. Ja. Das war auch schon immer der Plan. Ja? Es war auch, der Gründer der Klangfarbe ist in Wien in einem Musikgeschäft gegangen und hat 600 Watt Endstufen braucht und der damalige Verkäufer hat ihm quasi auf so eine rote Endstufen, die sie auf so einem Podest gedreht hat, gezeigt und hat gesagt, Dedo. Und dann hat er gesagt, ja, das ist schön und gut, aber die hat ja nur 300 Watt. Wurscht, die kaufen alle. Gut, dann ist er draufgekommen, eigentlich hat es da einen Bedarf in Wien nach einem Musikgeschäft, wo man ein bisschen eine Auswahl hat, wo man eine gute Beratung kriegt und wo man ein bisschen szenenah ist. Das war der Grund, warum die Klangfarbe gegründet worden ist. Das war immer schon für die Musik-Community da zu sein und da ein bisschen unterstützend zu wirken. Nur die Werkzeuge haben sich halt heutzutage geändert. Jetzt geht es über Facebook, YouTube, dass man füreinander was macht. Wir haben die Hausgemacht-Bühne im Shop, wo wir quasi rein österreichische Acts auftreten lassen, das filmen über unsere Kanäle raus. Also wir versuchen dann natürlich ständig mit der Szene, mit den Musikern zusammenzuarbeiten, weil wir auch wollen, dass Kunden sagen, hey, ich brauche zwar nichts, bin gerade in der Nähe und ich schaue in die Klangfarbe, weil da triffe ich immer interessante Leute. Ja. Das ist ja eine Win-Win-Situation für beide. Und wenn wir für die Szene nichts tun, dann tut die Szene für uns nichts und dann funktioniert es für beide einfach nicht. Also das ist immer eine Symbiose, die der Klangfarbe schon immer sehr, sehr wichtig war und immer wichtig sein wird, logischerweise. Mhm. Und jetzt arbeiten nur Musiker da drinnen und denen liegt die Szene natürlich auch am Herzen. Also das ist ja, das verbindet ja alles. Voll, ja. Ich habe das Gefühl, mit der halben Belegschaft von euch bin ich im gleichen Proberaum. Bei dir stimmt das wahrscheinlich sogar. Ja, voll. Ich meine, das ist sehr cool und ich feiere das sehr natürlich. Ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, einfach von der Stimmung her, wenn man ins Geschäft tritt, man trifft immer irgendwie Leute, also quasi die in irgendwelchen Ecken stehen und die ganze Zeit Stunden um Stunden quatschen und gemütlich reden können und sich austauschen können. Ja. There are bad days and there are good days, ja, aber grundsätzlich ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung bei uns. Ja. Das ist ein Raucher-Podcast, gell? Achso, ja, voll. Voll, passt. Das können wir definitiv jetzt anbieten. Ja, jetzt. Da kriegen wir jetzt mehr Gäste dann so, ja, hey, kommt zu uns, ihr könnt es rauchen. Genau. Wir schicken euch was zum Trinken.
Na, aber ich habe das Gefühl, wenn in anderen Geschäften die Leute so rumstehen auf gemütlich und Kaffeeausstimmung und miteinander reden, dann ist so, okay, entweder ihr seid ihr was zum Kaufen oder ihr schleicht euch. Ja. Und das tut sich in der Klangfarbe gar nicht auf. Ich habe es eigentlich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das Wichtigste war eben, dass man die Klangfarbe als große Boutique sieht. Ja. Weil eine Boutique für mich schon viel eher das hat, wo man halt auch einmal reinschneidet und so, ich brauche jetzt nicht unbedingt was, aber vielleicht gibt's was. Ja, es ist halt auch, ich weiß nicht, wie sehr branchenrelevant wir werden, aber es ist natürlich schwierig, sich in großen, oder wenn man sich nur die Musikbranche anschaut, den Musikfachhandel, sich gegen die Großen zu behaupten, ist halt nicht einfach. Und das heißt aber auch im Gegenschluss, wir können nicht alles haben. Mhm. Ja, es gibt so viele Produkte da draußen, wir können nicht alles online haben und wir können schon gar nicht alles lagernd haben. Das heißt, wir müssen versuchen, mit den Musikern gemeinsam immer wieder, hey, hast du von dem Produkt schon was gehört, von dem Produkt, das schauen wir uns dann an. Das meine ich mit Boutique und dass wir für jeden zumindest ein, zwei richtige Produkte da haben, für jeden Fall und für jeden Kundenwunsch. Voll. Und oder das halt zumindest, sorry. Ja, es gibt, finde ich, auch voll die Bereitschaft, um nachzufragen bei Großhändler oder direkt beim Hersteller auf, hey, wir haben das da nicht lagern. Aber ich kann aber nachfragen, wann das da wäre, wann das kommen könnte. Wenn die Bereitschaft des Kunden da ist, ja. Wir leben ja leider in einer Zeit und das habe ich nicht einmal gehört von einem Kunden, wenn ich sage, du, ja, ist kein Problem, das kann ich da bestellen, dauert 2-3 Tage. Naja, bestellen kann ich selber. Ja, okay. Ja, weißt, aber da, um das geht es nicht, weil es ist ja irgendwie mehr dabei. Es ist ja, was das ganze Service betrifft nach dem Kauf. Oder ich kann mich erinnern, ich habe für meine Frau, die selber professionelle Musikerin ist, haben wir eine Telecaster gesucht. Und sind zum Wolf damals, zum Chef von der EGEDAN-Abteilung noch gegangen und ein Bier trunken, alles gemütlich. Und es war irgendwie kein Fender Tele da, die uns richtig umgehauen hat. Und er hat dann so nachher gesagt, ich glaube, ich habe da noch was. Und ist mit einer G&L-Tele um die Ecken gekommen. Die habe ich nie am Schirm gehabt. Sie auch nicht. Und genau die da ist aber dann geworden. Okay. Ja, und das kann da halt nur wer bieten, der die Branche kennt, das Sortiment ein wenig kennt, weiß, was er nur hinten im letzten Winkel vielleicht hat, was genau für die passen könnte. Und das kann das Internet nicht. Ja, da muss man immer abwiegen, wo die Pros und Kontras sind für irgendwas. Und vor allem wenn es die Bereitschaft gibt von eurem Staff, eben die ganze Zeit die Fühler auszustrecken, mit den Leuten zu reden. Und ich meine, den Fall hatte ich schon ein paar Mal sogar. Da ist eben der Sebastian zum Beispiel, ist zu mir gekommen und hat gefragt, hey, wie schaut's aus mit Extended Range Bässen und so, was ist da so meine Sicht der Dinge und wo kaufe ich meine Saiten, weil ich halt für super Kontrastimmungen und so, weil mich das interessiert. Und ich hab das Gefühl, dass ihr lehnt euch nicht zurück auf eure Erfahrung und auf eurem Wissen und sagt, so, wir wissen jetzt so viel und bla bla bla. Und eben wie diese Anekdote vorher, ja, diese 300 Watt Amp, den kauft ja jeder, passt schon, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das gibt's bei euch nicht, weil ich so, okay, wie können wir noch ein bisschen weiter unsere Grenzen pushen, ja, was ist deine Sicht der Dinge, ja. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass eben nach unseren Gesprächen sich dadurch ein paar Teile in eurem Sortiment bewegt haben. Ja? Einfach einerseits, weil es ein Trend ist und andererseits, weil es diesen Wissensaustausch gegeben hat. Und das finde ich ganz wichtig. Halt unfassbar wichtig, weil ganz eben wichtig. So Compliance und sich zurücklegen ist Stillstand und Stillstand ist tot. Ja? Und ja, wie gesagt, da habe ich halt auch das Gefühl, das macht sie immens gut, dass ihr die ganze Zeit am Beobachtungsposten seid und dann schaut. Müssen wir auch, weil sonst verlieren wir unsere Existenzberechtigung irgendwo. Ja. Ja, weil es ja genau um das geht, wie du sagst, noch mit einem Verkäufer zu sprechen, der auch die Leidenschaft hat.
der auch, nachdem er fertig ist mit der Arbeit, in den Proberaum geht oder auf eine Bühne geht oder sonst irgendwas. Voll. Wir sitzen ja alle im selben Boot und wenn wir nicht auf unsere Kunden oder auf die Signale hören, wenn jetzt der fünfte Kunde nach einem bestimmten Produkt fragt, dann sollten wir uns einmal überlegen, dass wir das ins Sortiment nehmen vielleicht. Das sind ganz, ganz wichtige Synergien wieder, wie wir vorher schon gehabt haben. Ne? Du sprichst da gerade einen sehr interessanten Punkt an, nämlich es gibt ja oft das Szenario, dass jemand, der aus seiner Leidenschaft seinen Beruf macht, dadurch seine Leidenschaft verliert. Ja? Sprich eben ein Hobbyfotograf fängt an Berufsfotograf zu werden und dann schießt er privat kein Foto mehr. Ja? Mhm. Ein Musiker fängt an in der Musik Branche zum Arbeiten oder im Verkauf, ja, hört den ganzen Tag lang zweitklassige Leute auf der Gitarre herumklimpern. Natürlich hat er dann unfassbar viel Bock, am Abend in den Proberaum zu gehen und dort weiterhin Neues zu machen. Wie ist denn das bei dir? Du wirst jetzt, glaube ich, jetzt nicht so massig viel Freizeit haben mit deinen Kompetenzen, aber ich sehe, dein Hintergrund steht ein bisschen was so. In deiner Freizeit machst du privat Musik für dich. Mhm. Definitiv. Ja. Das Problem habe ich persönlich auch nie gehabt, weil Musik war schon immer ein ganz großer Teil von mir und wird es hoffentlich ja immer bleiben. Es gibt Zeiten, da ist es weniger, es gibt Zeiten, da ist es mehr. Ich habe bis vor einigen Jahren nur in einer professionellen Bluesrockband gespielt mit über 100 Konzerten im Jahr. Darf nebenbei noch in der bei der Mina Kreil und der Chris Filmer Band. Okay. Und war da irgendwie neben der Klangfarbe, also jeder freie Tag ist entweder, ich bin entweder im Büro oder auf einer Bühne gesessen. Was anderes hat es nicht gegeben. Da ist dann schon mal die Zeit gekommen, dass ich mich entscheiden habe müssen, okay, was machst du? Was eher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit Mitte 30 brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr professioneller Schlagzeuger werden, weil da gibt es Hunderte da draußen, die das auch wollen. Und ich habe einen coolen Job in einer coolen Firma, habe mir dann für das entschieden. Das heißt, die Tür mit Touring und so weiter ist für mich zugangen. Dann ein halbes Jahr später habe ich mal ein kleines Studio gebaut, weil das dann für mich cool war. Ja, ich tue zwar nicht mehr durch ganz Europa, aber ich sitze dafür im Studio, produziere Bands, produziere meine eigenen Sachen. Also es hat immer was gegeben neben der Klangfarbe. Mhm. Es gibt aber nicht nur einen, dem das genauso gegangen ist, wie es du ansprichst, der Musik gemacht hat, viel Musik gemacht hat und dann nach einigen Jahren in der Klangfarbe sein ganzes Gear verkauft hat und gesagt, die Scheiß drauf, das interessiert mich nicht mehr. Mhm. Das gibt es genauso und das ist aber, finde ich, auch okay. Ja? Weil natürlich, hast du 40 Stunden in der Woche mit der Klangfarbe Musik oder mit Musik zu tun. Wenn der dann sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr daheim, dass ich jetzt nur Gitarre in die Hand nehme, ist es auch völlig okay. Absolut verständlich, ja. Die fangen dann teilweise ja wieder an oder an nimmer oder kriegen dann doch wieder Bock und so. Wenn wir dann wieder reden, hey, ich habe mir jetzt einen Camper gekauft oder was weiß ich, oder mir das gekauft und ich nehme jetzt das und das auf daheim, dann kommen und dann hören die auch wieder zu, dann kreisen sie wieder. Und vielleicht sollte man doch wieder Interface kaufen. Also es ist immer so ein Vor und zurück, aber es gibt beide Seiten. Für mich war es nie ein Problem, also ich habe nie die Lust auf Musik verloren durch die Klangfarbe, bin auch in der Mehrheit, glaube ich, aber es ist nicht einer, der durch die Klangfarbe gesagt hat, kein Bock mehr. Ja, verstehe ich absolut. Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich glaube zwar, dass man das trennen muss. Vielleicht war es bei mir auch, dass ich bin Schlagzeuger und Gitarrist, also Hobby-Gitarrist, habe aber nie in der Schlagzeugabteilung gearbeitet und habe nie in der Gitarrenabteilung gearbeitet. Das ist vielleicht schon ein wichtiger Punkt. Ich habe dann mit PAs zum Tun gehabt und Mischpulte und was weiß ich was alles und habe nicht die ganze Zeit mit meinem Instrument konfrontiert worden. Und ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig. Ja. Der Gitarrist, der 40 Stunden mit anderen Gitarristen und mit Gitarre konfrontiert wird, der hat dann vielleicht am Abend weniger Bock. Wie ich, wenn ich mich um Lautsprecher kümmere, dass ich dann am Abend vielleicht doch noch mich hinter das Drumkit sitze und nur was tue. Voll, ja. Also Ziel von
von einem ist halt dann wahrscheinlich ist das der Punkt, so produktiv, ja. Ja, voll. Peter, wie siehst du das? Ich kann es mit dem Instrument natürlich nicht vergleichen, aber ich kann es zumindest generell als kreativ etwas was bezeichnen. Ich habe mich oft schon bewusst entschieden, nicht Vollzeit oder intensiver jetzt zu fotografieren oder Videos zu machen, weil ich selber weiß, dass es mir dann irgendwann die Lust vergeht. Beziehungsweise wenn man etwas macht, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, muss man teilweise auch Aufträge annehmen, die vielleicht kreativ nicht ganz das entsprechen, was man selber machen würde. Mhm. Und da befürchte ich, dass mir dann sehr schnell die Lust vergehen würde an der ganzen Sache. Deswegen habe ich immer gesagt, na, ich mache es einfach hobbymäßig nebenbei. Wenn was dabei rausspringt, cool, Bonus. Glaubst du, dass das wirklich so ist? Also ich weiß nicht, für mich. Ich kann es nur für mich so bezeichnen. Aber ich kann es nur von der Studioseite sehen. Da interessiert mich auch wieder die Produktion an sich. Ob da jetzt eine Schlagerband kommt oder eine Death-Metal-Band oder sonst irgendwas, das glaube ich, da ich kann es vielleicht noch genauer sagen, wenn ich rein als Kameramann irgendwo hinkommen muss und sage, ich filme das jetzt, das würde mir egal was Spaß machen, weil das Filmen an sich macht mir Spaß. Ich glaube, das ist eher so mit dem Aufnehmen und dem Produzieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss dieses komplette Video produzieren mit Skript und alles von A bis Z, wenn ich irgendeine Werbung machen muss für Produkt, das mir einfach nicht interessiert, nee, dann macht mir das reine, die Einzelelemente nicht genug Spaß. Also, das ist halt was Persönliches. Die Einzelelemente, das kann ich schon nachvollziehen. Wenn du mal Kamera gibst und sagst, film das, okay, cool. Naja, da bin ich schon bei dir. Ja. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man künstlerisch und auch von dem Kunstgenre flexibel ist, wie du halt sagst, ja, dir ist scheißegal, ob die Schlagerpartie kommt oder die Blues oder Rockpartie oder sowas. Ja. Aber ich verstehe Leute, die einen gewissen Taste haben, ja, und die einfach sagen, sobald sie etwas außerhalb von dem hören, werden sie einfach unglücklich damit. Ja. Und dass sie aber dann trotzdem aus finanzieller Unabhängigkeit und eben aus finanzieller Stabilität dann trotzdem mit sich dem aussetzen müssen quasi, kann es einem das Handwerk schon madig machen, glaube ich. Ja? Wenn man nicht die künstlerische Flexibilität hat oder die Leidensfähigkeit und sagt, so, ja, okay, gut, ich stehe auf Metal, aber ich möchte mit Schlager nichts zu tun haben und dann kommt die Schlagerband und die bezahlt aber gut. Ja, ich meine, es ist immer dann, wenn die Leidenschaft zur Arbeit wird, dann muss man aufpassen, glaube ich. Ja. Und dann ist es wie in jedem Ding, wenn man, weiß ich nicht, seit 20 Jahre von einem Tonstudio lebt, wird es irgendwann einmal die Zeit geben, wo man unter Anführungszeichen ein kleines Burnout hat und sagt, mich interessiert es jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist überall so. Und da ist der Vorteil eher, man macht was, wo man zumindest mehr Leidenschaft gehabt hat dafür, die man wieder erwecken kann, als wie man steht in irgendeiner Fabrik vom Fließband Tag ein, Tag aus, was einen definitiv nicht erfüllt. Also, absolut, ja. Schwierig, aber ich glaube, da wo Leidenschaft zur Arbeit wird, muss man aufpassen. Ja. Mhm. Sorry. Wie gesagt, Klangfarbe schaut sehr stark auf Synergien mit der lokalen Szene und ist eine Plattform für diese Community. Was würdest du sagen, was ist deine Kritik oder deine Gedanken und Wünsche? An die Community selber. Ja? Außer, dass man so etwas wie die Klangfarbe nicht als selbstverständlich sehen sollte. Ja? Was ist deine Message an die Community? Wie kann man die Klangfarbe supporten? Außer, dass man sagt, okay, gut, bevor ich zu Amazon gehe oder zum Thomann online, ja, gehe ich zu euch. Was? Ich glaube, die Klangfarbe kann man, wenn man schon Klangfarbe-Kunde ist und regelmäßiger Kunde, kann man uns nur durch Mundpropaganda unterstützen. Mhm. Den Bandkollegen einmal fragen, wenn er vielleicht am Weg von der Arbeit bei der Klangfarbe vorbeifährt, warum er dann nicht schnell stehen bleibt und sich seine Seiten durchhält. Natürlich geht es darum zu sagen, Leute, probiert die Klangfarbe aus, bevor sie irgendwo im Ausland kauft. Mhm.
Man kann auch bei uns online bestellen. Also wir bieten das ja eh alles, aber einfach einmal die Bereitschaft aus seiner Komfortzone vielleicht ein bisschen raus und sagen, hey, ich war schon seit 7 Jahren nicht mehr in der Klangfarbe. Ah, vielleicht habe ich ja damals auch ein schlechtes Erlebnis gehabt. Ja, irgendein Verkäufer war unfreundlich oder was weiß ich. Das ist halt, wenn man mit Menschen zu tun hat, kommt das halt immer mal wieder vor. Ja? Die Jungs stehen auch nicht in der Klangfarbe den ganzen Tag mit so einem Grinser aufgesetzt. Wenn der in der Früh gerade mit seiner Lady gestritten hat oder so, dann ist der vielleicht nicht gut drauf an dem Tag. Natürlich gibt es Grenzen, die sollen nicht vorkommen, aber es ist halt immer mal so, wo zwei Menschen zusammenkommen, kann es auch mal zu Reibereien kommen. Also auch wenn man schon mal draufkommt, okay, ich war seit Jahren nicht mehr dort, vielleicht einfach einmal wieder vorbeischauen, weil ich glaube schon, wie du sagst, dass es nett ist bei uns, dass man nette Leute treffen kann und mehr kann ich mir eigentlich von der Community nicht wünschen. Nicht einfach sagen, ja, Klangfarbe, da war ich mal dort, das war irgendwie scheiße, deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Zweite Chance und ich glaube, dass so viel Downsides gibt es nicht, um in Österreich in einem kompetenten Fachgeschäft einzukaufen. Das ist korrekt. Ich finde auch so in Sachen Feedback, wenn man euch was schickt, online, egal über welchen Kanal, es wird angenommen und es kommt super schnell zurück. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie so Feedback-scheu seid. Ja. Ganz im Gegenteil. Das macht der Martin Richter, unser Geschäftsführer, selber meistens. Ja. Also wenn wirklich über Google-Rezession eine Beschwerde reinkommt, kümmert er sich da selber drum. Und ich liebe es immer, seine Kommentare zu lesen, weil die sind teilweise so mit der feinen Klinge auch. Ja, also das geht schon auch in Richtung, wir sagen nicht einfach, na sorry, und wir werden uns bessern und hin und her. Wenn die Rezession ein Schaß ist, dann sagt er das dem Kunden auch. Ja. Aber nie also auf jetzt nicht einfach. Genau, aber ja. Nie auf irgendeine unhöfliche Art und Weise, sondern immer mit der feinen Klinge. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben mal einen Kommentar gekriegt, wenn man die größten Schnösel in ganz Wien treffen will, dann muss man in die Klangfarbe gehen. Woraufhin der Martin geschrieben hat, so in die Richtung, er findet es nicht cool, wie derjenige jetzt unsere Kunden bewertet. okay. solche Sachen, weil das einfach so ein Blödsinn ist. Also, wenn wir was nicht sind, dann sind wir Schnösel. Ja? Wenn irgendwer sagt, weiß ich nicht, wenn du dann Proletten sehen willst, dann geh in die Klangfarbe, dann sage ich nur von mir aus, ja, okay, kann ich nur irgendwo verstehen. Aber Schnösel sind wir definitiv nicht. Also ja, Feedback, ganz, ganz wichtig, brauchen wir auch. Ja? Wir freuen uns ja über jeden, der sich nur die Zeit nimmt und Feedback schreibt. Sei es positiv oder negativ, auch wenn es negativ ist. Die meisten Leute gehen aus dem Geschäft, drucken auf einen Stern und das war's. Jemand, der sich die Zeit nimmt und nur was schreibt, ist ja extrem positiv zu bewerten, von vornherein einmal. Voll. Wenn das natürlich dann ein Blödsinn ist, was er dann schreibt, dann muss man ihm das auch sagen. Klar, ja. Ja, vor allem ist es auch so, ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo sehr viele Leute sich selbst nicht zurückhalten können mit ihrer eigenen Meinung und sie gerne mal rumposten, vor allem wenn es eine Negativkritik ist, ja, und es ist irgendwie selbstverständlich, dass alles irgendwie zu funktionieren hat und gut am allerbesten, ja, weil ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil wenn ich in die Klangfarbe gehe, dann möchte ich genau das haben, was für mich richtig ist, zu einem unfassbar guten Preis, am allerbesten nichts bezahlen, ja, da möchte ich raustragen werden und that's it. Ja. Das hat uns das Internet aber gelernt. Das ist so, dass wenn ich dann schon mal in ein Geschäft gehe, dann muss der Verkäufer jetzt aber auch spuren. Dann muss der gut drauf sein, dann muss der lustig sein, dann will ich da mein Einkaufserlebnis haben. Genau, ja. Aber das hat sich ein bisschen umdreht und das finde ich ganz interessant, weil früher hat es ja immer geheißen, in der Klangfarbe sind es alle so arrogant. Ja, da hat sich jeder hat sich gefühlt wie, jetzt bin ich bin der kleine Unwissende und da stehen die großen Verkäufer da drinnen, die mir jetzt sagen, wie es funktioniert. Das haben wir uns früher immer anhören müssen. Okay. Und das war zum Teil, muss ich auch sagen, phasenweise auch richtig.
Jetzt ist es halt umgekehrt. Jetzt sind wir eher so das Saturn des Musikhandels. Ja? Jetzt nicht für die, Jörg, ja, oder ja, so. Ja. Aber das wenn jetzt eine Mutter für ihr Kind Flöten kaufen geht oder so, dann ist das halt irgendwie, ja, dann sieht die einen Saturn-Verkäufer unter Anführungszeichen und jetzt nicht den professionellen Musiker. Ja. Das, es gibt halt alle Seiten und mit dem muss man erleben. Das sind ja die nicht so schönen Seiten des Verkaufens, würde ich jetzt einmal sagen. Dass man einfach nicht immer das anregende Gespräch hat mit dem Kunden, wo man sich austauscht über Attack und Release von dem Kompressor oder was weiß ich, sondern das ist einfach, okay, ich brauche ein Mikrofon. Was für ein Mikrofon brauchst du? Ja, ganz ein normales. Okay, was ist ein normales Mikrofon? Ja, also das hast halt wahrscheinlich um zigmal öfter als wie den Typen, der einer kommt und mit dem du wirklich fachsimpeln kannst. Aber das ist ja okay so, für das sind wir ja auch da. Ja, stimmt. Na, aber was ich gemeint habe, ist, dass man schneller mal ist, etwas negativ zu kritisieren, aber wenn einmal etwas normal oder gut gelaufen ist, das war ja selbstverständlich. Ja, genau, das ist selbstverständlich. Ja, stimmt. Wobei da unsere Kunden cool sind, muss ich echt sagen. Wir kriegen ja irrsinnig viel positives Feedback. Und das freut uns natürlich auch immer wieder. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Richtig. Nein, ich hab unlängst habe ich Monitore gekauft. Und das sind dann eben die kleinen Sachen. Ich erzähle das andere Leute, weil ich das urpositiv und nicht selbstverständlich bin. Ich bin halt hingegangen und ich sage, ich hätte gern diese Monitore. Und das war eben wieder so ein Mitarbeiter, der checkt hat, okay, der kommt und der will das, den brauche ich nicht mehr beraten, der hat schon Grund, warum er das genauso haben will und bietet mir dann an, na, brauchst du vielleicht noch eine Waage, dann kannst du zum Auto führen. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, okay, ich gehe jetzt da so raus irgendwie, aber na, ich habe eine Waage gekriegt und wir heimkommen und so, hey, ich habe da eine Waage gekriegt, war cool, dass die mir eine Waage gegeben haben, dass ich zum Auto und dann habe ich es wieder zurückgebracht und urleibernd. Und das sind eben die Sachen, das macht für mich den Unterschied und das sind auch die Sachen, die eben durch Mundpropaganda, glaube ich, das Wichtigste ist, was man halt spannend, verbreitet. Das sind die Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Na, also aber das ist da denken wir nicht drüber noch. Es ist ja eigentlich nicht so und das ist eben das, was glaube ich auch der Jörg anspielen will. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe jetzt hingeschrieben, ich habe ein zusätzliches Wagel bekommen, Urleihwand, danke. Aber man das kann ja auch sagen, war halt bei der Klangfarbe. Alles super, war 5 Minuten drin, hab genau das gebraucht, also gekriegt, was ich braucht habe. Ja. Genau. Beratung war gut, Preis war nice. Dankeschön, schönen Tag. Es sind keine LKWs durch die Gegend gefahren, es sind keine Paketdienste durch die Gegend gefahren. Habe mit einem Menschen gesprochen, war sehr nett. Ja, Rufzeichen. Und das ist ja schon. Die kleinen Sachen sind definitiv die ich dann halt weiter erzähle, wenn ich irgendwie über mein leimendes neues Ding, was ich gekauft habe, über den man ja eh seine Freunde alle berichtet, da erzähle ich dann schon sehr gern dazu. Ja, da hat er entweder guten Preis kriegt oder der hat mir gut beraten, dass ich das eigentlich, dass das viel besser ist. Das ist immer so eine Sache, wo wir auch viel diskutieren, weil erstens mal muss man sagen, die Margen im Musikhandel sind so gering in den letzten Jahren, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten können, Rabatte zu geben, weil wir versuchen, die Internetpreise zu halten. Mhm. Auf der anderen Seite diskutieren wir auch oft um das, was du berätst, irgendwie eine Stunde lang. Und dann kommt die Frage, was kann man nur mit dem Preis machen überhaupt? Ja, geht da noch was? Das ist so ein Wiener Ding. Ja, schau mal rein, was ich schon alles gekauft habe. Kann man dann auch, ist das nicht wäre Ding? Wenn ich jetzt essen gehe und das Essen war gut und der Kölner war nett, fragst du dann um einen Rabatt oder gibst du mal Trinkgeld? Und wir erwarten absolut kein Trinkgeld, don't get me wrong. Aber dann irgendwie auch den Respekt zu haben und sagen, okay, ich krieg's eh nirgendwo günstiger. Das ist eh der Preis, den ich überall zahle. Und das ist ja gut so und das passt. Das ist mit dem Rabattding, das ich da kurz anbringen wollte. Und wo es geht, machen wir es natürlich eh. Also wenn sie jetzt wer Monitore kauft und Stative und Kabel dazu und sonst irgendwas. Und das war einfach ein cooles Gespräch. Klar, rundet man ab. Ja. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das nächste im Umtausch und so ist auch oft ein Thema, wo die Leute glauben, ich muss im Online-Shop bestellen, weil da habe ich 14 Tage Rückgaberecht. Das ist ja Blödsinn, das geht ja bei uns auch. Ja. Ja, natürlich. Wie oft ich schon bei euch war und gesagt habe, so, ich möchte jetzt
folgende Pedals bitte borgen. Ja, und jetzt zähle ich 5 Pedals auf und das ist halt kein Problem. Und das ist uns halt nächste Woche. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ich meine, du bist ein Freund des Hauses und da geht sowas natürlich auch. Wir können jetzt nicht jedem Kunden einfach 3 Pedals auf Lieferschein mitgeben. Aber Rückgaberecht gibt es ja trotzdem. Rückgaberecht gibt es. Das ist ja kein Online-Ding. Das ist halt ein Goodwill vom Händler. Das muss man einmal, Leute glauben, es gibt ein gesetzlich festgegebenes Rückgaberecht, gibt es eigentlich im stationären Handel nicht. Aber natürlich machen wir das, weil sonst würde jeder bestraft werden, der zu uns ins Geschäft kommt. Ich kann ja nicht dem Kunden vor mir sagen, na, du darfst das nicht zurückgeben, der geht heim, bestellt es im Internet und kann es 14 Tage zurückschicken. Und das nächste ist bei euch, reden drüber. Testen. Auf das wollte ich jetzt hinaus und du kannst das ja testen bei uns. Nur verstehe ich, wenn ich ein Mikrofon testen will, wenn man da irgendwie 40 andere Kunden zuschauen dabei, ist das vielleicht nicht so cool, als wie ich stehe bei mir im Proberaum. Ja. Nur da sind wir wieder beim Reden. Ja, weil wir schreiben uns das nicht auf die Fahnen. Ihr könnt alles 14 Tage lang quasi umtauschen oder Kohle zurück oder so. Sonst wären wir zu Wiens größten Verleiher. Ja, das geht natürlich nicht. Aber reden immer, wenn man sich unsicher ist. Wir bieten es eigentlich dann immer im Verkaufsgespräch an. Sagen wir, du kauf beide Mikros. Ja, da musst du jetzt mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil ich kann das nicht einfach so mitgeben. Kauf beide Mikros. Und bring was zurück, was dir nicht gefällt. Oder bring beide retour und nimm da ein drittes und ein viertes mit. Ja, das geht ja alles. Nur wir sagen jetzt nicht, alles kann jederzeit gegen Geld zurückgegeben werden. Das verständlicherweise können wir das nicht, weil sonst kauft sie wer ein PA am Donnerstag und am Montag nach seinem Kiel bringt man es wieder zurück. Genau, also da muss man schon immer mit dem Kunden situationselastisch, ich liebe dieses Wort. Bei eure Leute checken das wie ernst. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Aber reden, immer reden, das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, den gibt es halt beim Thomann nicht. Ne? Wenn du online gehst, du hast nicht diese eine Person, die ebenfalls ein Musiker ist und jemand, der das leidenschaftlich gern macht. In Amerika versuchen sie es schon. Das ist ganz interessant. Da wirst du schon, wenn du was bestellt hast, 10 Minuten oder Viertelstunde später angerufen. Der fragt dir dann ganz freundlich, ob das gerade okay ist für dich oder ob du gerade keine Zeit hast oder ob du es nicht willst. Und ich habe gesehen, du hast ein Gitarrenkabel bestellt. Gehst du auf die Bühne damit oder was machst du? Wenn du auf die Bühne gehst, vielleicht würde ich dir doch was anderes empfehlen. Okay. Die machen das schon in die Richtung, das geht bei uns in Europa nicht. Ja, das hat so Meinungsforschungsinstitutscharakter. Total. Das funktioniert in Österreich. Fühle mich da offended, wenn mir der Typ dann auf meinem Handy anruft. Und aber bei den Amis, aber das geht schon auch in die Richtung, weil auch die Internetriesen wissen, dass die persönliche Komponente eine wichtige ist. Aber es ist halt wie alles im Internet, es ist halt irgendwie nicht echt und nicht zum Angreifen. Das ist richtig. Ich finde übrigens, angelehnt an dem Ganzen, ich denke mir immer, wenn ich irgendwas direkt hole, ist das quasi ein, und wenn ich dann ein bisschen mehr zahle, ist es halt ein Instant-Lieferbonus. Das ist mir okay, weißt du? Ja. Wenn ich dann keine Ahnung, ein 10er oder 20, je nachdem, wie teuer das Ding ist natürlich, aber wenn ich halt ein paar Prozent mehr zahle, dafür habe ich es jetzt. Ist für mich auch nie das Problem. Ich kaufe meine ganzen Computerparts auch noch immer beim klaren Computergeschäftel in Wien. Ja. Und da weiß ich oft auch, ich meine, oft kommt es eh nicht vor, aber dass ich meine 2, 3, 4, 5% mehr zahle. Das ist aber okay für mich. Mhm. Nur das passiert in der Klangfarbe nur in ganz wenigen Ausnahmen, dass wir jetzt den Thomann-Preis oder was auch immer nicht halten. Mhm. Ja, Preis ist halt immer wichtig. Nur wir können meistens nicht mehr unter diesen Preis gehen. Ich finde halt, in dem Preis ist halt auch die Expertise und das Gehalt von einem oder ein paar Mitarbeiter dabei. Ja? Mhm. Und das ist auch mitunter ein Faktor, den ich mir oft denke. Man redet oft immer, aber überall wird eingespart und da. Personalkosten und so weiter und so fort. Aber was ich aktiv machen kann, ist halt dann auch in diverse Geschäfte gehen, lokale Geschäfte. Dort kaufen. Dort einkaufen, ja, und meine Kohle dort lassen und mir dann sagen, also ich trage meinen Teil dazu bei, dass irgendjemand Gehalt bekommt.
und sich um seinen Scheiß. Man muss nicht teurer kaufen, ja. Das ja, ist eben das, warum wir versuchen, die Internetpreise zu halten, weil das ist schon unser Job und uns dann die Marge von mit den Lieferanten zu klären. Ja. Ja? Oder auch zu sagen, okay, das Produkt gibt es bei uns halt nicht, weil es für uns nicht funktioniert. Wir haben 55 Mitarbeiter und 3.500 Quadratmeter zu finanzieren. Sure. That's the story. Also irgendwo muss das auch funktionieren. Und es gibt auch Hersteller, die wir nicht führen, weil es halt einfach nicht funktioniert und weil wir teilweise draufzahlen. Und das geht halt einfach nicht. Und das ist dann aber auch, muss man auch so ehrlich sein und sagen, na, haben wir nicht, weil funktioniert nicht. Ja. Zum Abschluss noch, hast du irgendeine eine coole In-Store-Anekdote? Es gibt, glaube ich, Tausende. Ja, eine deiner Liebsten. Du hast eine Minute. Na, Scherz. Wenn du eine sagst. Meiner Liebsten. Ja. Ich glaube, das ist schwierig, eine herauszufischen, weil das sind immer so situationsabhängige Sachen. Ich meine, es sind so die Klassiker. Jemand kauft ein Kabel und du fragst, wie lange das Kabel braucht. Und dann kommt als Antwort, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr einen Verleih auch habt und solche Sachen. Das ist dann immer so. That's that joke. Die Leute meinen das teilweise ernst oder nicht teilweise, sondern eigentlich fast immer. Oder es gibt die Kabelmarke Sommer. Mhm. Da hat mir ein Kunde gesagt, das kann ich im Winter nicht verwenden. Und ich schaue mich so an, er schaut mich so an. Jetzt habe ich einen Blödsinn gesagt, gell? Sag ich, ja, aber es macht überhaupt nichts. Also es gibt solche Geschichten, gibt es natürlich Hunderte. Ja. Und da kannst du einen ganz eigenen Podcast machen. Aber wir haben schon überlegt, einmal sowas zusammenzuschreiben, weil also du kommst aus dem Lochen nicht mehr raus. Das ist der Kleinstade. Fucking do it. Content is content. Ja. So ist es. Ja, voll. Nochmal kurz zum Thema Synergie. Ich finde das cool, was wir jetzt einmal probieren, nämlich Big Boys Podcast und die Klangfarbe schmeißen sich mal zumindest promotion-technisch zusammen und wir schauen, dass wir unsere Reach eventuell erweitern können und dadurch, dass wir ja schon einmal ein paar Mal Gast waren in Formaten von euch und du anscheinend unseren Podcast ja schon vorher gekannt hast, habe ich nämlich das Interview, was du mit dem Herrn Fellner geführt hast, der Big Shoutout. Schau ihn an, danke. Daniel, bring das Mikro zurück. Ja. Jetzt war Lockdown, er kann ja nichts dafür. Ja, die Klangfarbe ist kein Verleih. Ja, das geht nicht, dass du dir die Sachen gewesen. Ja, das war so, ich habe gewusst, er taugt das. Das ist halt auch so, wenn ich einen Kunden habe wie einen Daniel Fellner, wenn ich weiß, hey, probier das Mikro aus, dann gib es ihm einfach einmal. Nice. Das passt dann auch. Ja. Wir werden sehen, wo das hinführt. Also, du bist ja da mit dem Andi, glaube ich, eher in Kontakt. Ich weiß nur die Rahmenbedingungen. Das klingt sehr nice. Wir werden uns gegenseitig promoten und da bauen wir mal drauf auf. Deswegen jetzt mal offiziell: Klangfarbe ist Promotion Partner von Big Boys Podcast und andersrum. Das heißt, es wird gegenseitig Content geben, den wir pushen und euch zeigen. Und ja. Das ist das von meiner drauf. Seite. Peter, hast du noch etwas, was du beitragen magst? Ja, im Prinzip kann ich nur nochmal befürworten, dass Leute bei der Klangfarbe einkaufen sollen. weil dort coole Leute auch hacken. Ich werde sicherlich auch in Zukunft immer gut beraten und ob ich jetzt was bestelle oder dort vor Ort bin, ich zahle tatsächlich den Internetpreis und das ist in Ordnung. Genau. Wir versuchen unser Bestes. Gibt es auch was. Ja, genau. Ja. So, das ist, glaube ich, richtiger. Ja. Hast du noch abschließende Worte an die Wiener Music Community? Heut's durch. Ich glaube, dass heuer nur was passieren wird. Ich weiß nicht wann. Es ist für uns alle nicht einfach. Lasst euch kein Blödsinn erzählen von irgendwelchen dubiosen Foren und irgendwelchen Posts. Covid is real, Covid is ein Problem. Es haut unsere ganze Branche zusammen. Wir wissen das, aber es hilft halt im Moment einfach nicht. Und ich glaube, ich bin
sehr optimistisch, dass man, was habe ich jetzt nochmal gesehen, nächsten Winter in unserer Winterjacke Masken finden werden und dann werden wir lachen drüber, was da alles so passiert ist. Aber ich glaube, dass das besser werden wird. Die Situation ist extrem scheiße, nur wir müssen da durch und es hilft nicht. Das ist das, was ich glaube, meinen Mitmusikern da draußen sagen will. Voll, wir teilen diese Meinung. Hey, danke für deine Zeit und für ich deine danke. Energie und deine Positivität. War sehr nett. Netteste kleine Bruder von Scheiße. Ich fand's super cool. Danke. Aber okay. Ihr könnt mich gerne Nummer einladen, dann machen wir was. Das werden wir machen, weil wir fangen ja eh schon an, dass wir unsere Leute recyceln und dass wir Recaps machen. So, ja. Hey, was hat sich. Aber ich mag einmal zu euch ins Studio kommen, weil der Andi hat eigentlich gesagt, ich soll seinen Amp anspülen, ob ihn alles passt. Das werden wir auf jeden Fall einmal machen. Du darfst den Amp vom Andi anspielen? Der Andi, ja, der Wiedmann, Andi und ich sind ganz dick. Oh, nice. Wie man sieht. Big Boys. Big Boys. Und den soll jetzt auch mal einladen. Andi kennt die Szene wie kein anderer und hat auch sicher coole Geschichten zu machen. Können wir machen. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Danke nochmal. Oder wann immer das rauskommt da. ASAP. Ja. Es kommt immer ein Wochenende, also das ist schon gut. Das ja, fake it till you make it, weiß gar. Das vielen ist Dank, unsere, dass ihr das habt, ja. Unsere Devise. Farm. Und danke nochmal an die Klangfarbe für die Promotion-Partnerschaft. Und wir sind wir freuen uns. Und stay safe, stay big. So ist es. Masken aufsetzen. Abspannen.